Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sollten zur himmlischen Sänfte, so heißt die Quest. Wir sollten hier in die Taverne gehen. Trägersruhe, so hieß sie. Und da sollten wir uns... Ihr seid wirklich gekommen, um die erwachende Flamme davon abzuhalten, Ferngrab zu zerstören? So etwas in der Art. Also, mehr nicht. Mit den beiden wieder treffen, das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das war es nicht. Die Anführerin des Kults zu finden, mitzuerleben, wie sie ein tödliches Ritual fast zu Ende bringt und sie dann entkommen zu lassen. Ich versage sonst nie so. Und alles, was wir für den Ärger haben, ist eine verschlüsselte Nachricht. Kennt ihr irgendjemanden, der Codes entschlüsseln kann? Vielleicht. Das hier ist schließlich Ferngrab. Die Stadt hat Verbindungen überall hin. Madame Caprice wird hier jemanden kennen, der uns dabei helfen kann. Doch wir hatten eine Abmachung und ich halte mich immer an meine Absprachen. Hier, ihr habt es euch verdient, meine Freundin. Ja, und wir halten ihr Band, nämlich einen arkanen Ring vom Set Griffblick und einen Fertigkeitspunkt. Kleine Sterbliche, komm zu mir. Ich stehe doch neben dir. Wir haben noch etwas zu erledigen, kleine Sterbliche. Die verschlüsselte Nachricht, die ihr aus dem Badehaus geborgen habt. Mit ihr können wir vielleicht den nächsten Schritt der erwachenden Flamme erahnen und die Geheimnisse offenbaren, nach denen ich suche. Wir müssen jemanden für die Entschlüsselung finden. Die Anachoretin hat vorgeschlagen, dass wir Madame Caprice nach einer Empfehlung fragen. Die maskierte Sterbliche hat die richtige Idee. Ferngrab liegt an der Schwelle überall hin. Wenn es ein Wesen gibt, das diesen Code entschlüsseln kann, werden wir es hier finden. Es wäre mir lieber, wenn wir uns nicht mit Madame Caprice herumschlagen müssten, aber es ist nun einmal so. Ich kann mich umhören, aber die Anachoretin scheint eine Vorgeschichte mit Madame Caprice zu haben. Kennt ihr sie? Ich habe von der berüchtigten Masken gehört, die sich Madame Caprice nennt. Ich finde ihre Art, Gerüchte in Profite zu verwandeln, abstoßend. Aber selbst eine dreckige Dätrate kann bisweilen nützlich sein, schätze ich. Bringt die Nachricht zu ihr und bezahlt, was die Übersetzung kostet. Oha, und wenn sie jetzt nach meiner Seele fragt? Ich bringe die verschlüsselte Nachricht zu Madame Caprice. Geht zu Madame Caprices Etablissement, dem Haus Caprice. Zeigt ihr die verschlüsselte Nachricht und sagt ihr, wir brauchen eine Entschlüsselung. Ich werde euch dort treffen, um sicherzustellen, dass wir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Und damit sie versteht, dass es mehr als die Bitte einer Sterblichen ist. Ihr scheint zu zögern, euch auf Madame Caprice einzulassen. Warum? Wir wissen voneinander. Vielleicht haben sich unsere Wege über die Jahrtausende schon einmal gekreuzt. Vielleicht auch nicht. Caprice hat ihren Namen und ihre Erscheinung mehrfach geändert. Zumindest habe ich das gehört. Sie wird es zweifelsohne wieder tun, sobald sie Ferngrab nicht mehr amüsiert. Versucht ihr immer noch mehr über die Kataklysmenmaschinen herauszufinden? Ihr saht, was ich sah, als wir Schwester Seldina in der Konklave der erwachenden Flamme zum ersten Mal begegneten. Ihre Schreckensmaschine kann Daedra in Verkörperung verwandeln. Lebende Katastrophen von immenser Macht. Sie bedrohen Nirn, weswegen ihr lieber darauf hoffen solltet, dass ich so viel erfahre wie nur irgend möglich. Aber wir haben Schwester Seldinas Ritual aufgehalten. Wir haben erfahren, dass Schwester Seldina versuchte, die Vaironen einzusetzen, um sterblichen Macht zu stehlen. Macht, von der sie hoffte, dass sie die Daedra vernichten und es ihr erlauben würde, Ferngrab zu erobern. Dieses Komplott haben wir vereitelt. Doch die vielen Portale dieses Reichs sind zu verlockend, um sie zu ignorieren. Ihr glaubt, die erwachende Flamme wird es wieder versuchen? Diese Dagonisten sind auf jeden Fall hartnäckig. Wenn sie wirklich ihre Verkörperung auf Nirn loslassen wollen, wäre es am sinnvollsten, dafür die Portale von Ferngrab zu nutzen. Unsere Hoffnung, so leise sie auch sein mag, besteht darin, dass in dieser verschlüsselten Nachricht etwas steht, was uns mehr verrät. Ich treffe euch im Haus Caprice. Ich kann bei den Verhandlungen helfen.
Na gut, dann gehen wir einfach alle drei dahin. Aber ich darf jetzt wieder alleine losziehen, wie immer. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, das war doch hier unten irgendwo in dem Bereich, oder? Ach nee, das ist direkt hier gegenüber. Ja gut. Ich dachte, da müssen wir jetzt irgendwo durch. Das war runter, genau. Ist sie oben oder ist sie unten? Achso, wir müssen hoch. Aber wer die Augen offen hat, ist klar im Vorteil. Es wäre mir eine Ehre, euch zu unterstützen, wie ich nur kann. Eine Ehre, ja. Sterblicher zeigt Caprice die Notiz. Das ging jetzt einfacher, als ich dachte. Ah, Schätzchen. Wie nett von euch, dass ihr wieder mein feines Etablissement beehrt. Und ich sehe, meine Informationen haben sich als nützlich erwiesen. Ihr habt Nuhant gefunden. Eine weitere zufriedene und glückliche Kundin. Also, was kann Madame Caprice diesmal für euch tun? Wir glauben, diese Nachricht ist in einen Code verfasst. Sie gehörte Schwester Seldina. Auch wenn ich viele, viele Talente haben mag, zählt das Entschlüsseln von Codes, die von fanatischen Sterblichen entwickelt wurden, nicht dazu. Seid ihr euch sicher, dass ich nicht euer Interesse an etwas wecken kann, was ein bisschen üppiger ist? Nein? Schade. Wohlan. Vielleicht kenne ich da jemanden, der euch helfen kann. Wer ist das? Wo finde ich ihn und was wird mich das kosten? Ihr kränkt mich. Ich dachte, wir würden gerade Freunde. Sprecht mit Gazmo, dem Sammler. Seine Villa auf der Westseite der Stadt birgt eine recht ansehnliche Ansammlung dagonischer Paraphernalien. Was? Etwas aus dieser Sammlung könnte helfen. Vorausgesetzt, ihr schafft es, ihm ins Auge zu fallen. Gazmod der Sammler. Villa auf der Westseite der Stadt. Verstanden. Und was kostet mich diese Information? Ihr schuldet mir gar nichts, Schätzchen. Lyrant hat zugestimmt, eure Schulden für diesen kleinen Informationsaustausch zu übernehmen. Ist sie nicht großzügig? Und richtet Gazmod aus, dass wir ihn hier im Haus Caprice vermissen? Ohne ihn ist es nicht dasselbe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Währung ihr nutzt, Madame Caprice. Oh, macht euch darüber keine Gedanken, Schätzchen. Ich verlange von meinen Kunden nie mehr, als sie sich leisten können. Darin lege kein Gewinn. Wenn ihr Zeit habt, kommt wieder und lasst euch von Madame Caprice einige jener Dinge vorführen, die sie im gesamten Reich des Vergessens berühmt gemacht haben. Geht hinunter und weckt die Anachoretin. Sie sollte uns begleiten, wenn wir mit diesem Sammler sprechen. In der Zwischenzeit bringe ich unsere Angelegenheiten hier zu Ende. Unsere Geschäfte zu Ende bringen. Wie schön das klingt. Da schlägt mein Herz gleich schneller. Ich habe keine Zeit für eure Spielchen. Aber Spiele machen das Leben interessant, liebe Lyrant. Kommt, lasst mich euch zeigen, was das Haus Caprice zu bieten hat. Okay, irgendwie klang das jetzt auch alles falsch, was sie mir eben erzählt hat. Und jetzt fasst die ihr auch noch an die Brüste, also irgendwie... War Madame Caprice hilfreich? Trinkt mit mir und erzählt mir alles. Warum wollen die mal alle mit mir trinken? Können die nicht einfach mal, ne, nüchtern bleiben? Ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich bei den Verhandlungen helfen würde, aber... Hört mal, ich will nicht darüber sprechen. Was geht hier vor sich? Manche Dinge sind privat, persönlich. Ihr könnt nicht einfach angelaufen kommen und verlangen, dass ich euch meine dunkelsten Geheimnisse verrate. Ach, verzeiht. Ich hatte ja eingewilligt, über meinen Namen, meine Maske und alles zu reden. Nachdem ihr euch bewiesen habt. Und das habt ihr auf jeden Fall getan. Geht es hier um eure Maske? Als wir uns zum ersten Mal begegneten, habt ihr wegen meines Namens nachgefragt. Madame Caprice hat ihn mir gegeben. Ich war gerade in Ferngrab angekommen und alles vor genau jenem Augenblick war... fort. Alles, was ich hatte, war diese Maske. Ich wusste nicht, wer ich bin oder woher ich komme. Ich weiß es immer noch nicht. Die Anachoretin. Was bedeutet das? Nur einer der kleinen Scherze von Madame Caprice. Es bedeutet, dass ich eine Eigenbrötlerin bin. Eine Einsiedlerin. Ich lebe ein abgeschiedenes Leben hinter einer Maske, die ich nicht abnehmen kann.
Manchmal fühlt es sich an, als würden sich tief in meinem Verstand Erinnerungen regen. Dann brauche ich eine Ablenkung. Warum braucht ihr eine Ablenkung? Weil es ist, als tobte da ein Krieg in meinem Kopf. Ein Krieg, den ich nicht gewinnen kann. Da betrink ich mich lieber oder tue sonst was, um alles wieder zu unterdrücken, damit der Schmerz hinter meinen Augen aufhört. Das ist meine Geschichte. Zumindest so weit, wie ich sie kenne. Nun sagt mir, was Madame Caprice erzählt hat. Sie meinte, Gasmut, der Sammler, könnte etwas haben, was uns hilft, die verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln. Ich habe vom Sammler gehört. Hat eine Villa auf der Westseite der Stadt. Bin ihm nie persönlich begegnet, aber ich gehe davon aus, dass er irgendeine Art von Daedra ist. Das ergibt ja auch Sinn, wenn man bedenkt, wo er lebt und wie groß sein Einfluss ist. Ich treffe euch dort. In Ordnung, ich treffe euch an der Villa des Sammlers. Ich bringe das zu Ende und treffe euch an der Villa des Sammlers. Sie steht an der Westseite, in einer Nachbarschaft, in der nur Daedra leben. Also seid vorsichtig und passt auf, was ihr tut, bis ich dort bin. Ihr seid in Ferngrab angekommen, ohne zu wissen, wer ihr seid oder woher ihr kamt. Warum seid ihr geblieben? Wo hätte ich denn sonst hingehen sollen? Ich ging davon aus, dass ich nicht ohne Grund in Ferngrab erwacht war. Ich blieb, um diesen Grund zu finden und um zu sehen, ob derjenige, der mich hier zurückließ, eines Tages zurückkommen würde. Ungeachtet dessen eroberten die Stadt und ihre Leute rasch mein Herz, insbesondere die Sterblichen. Seid ihr deshalb zum Liebling der Gassen geworden? Noch so eine Bezeichnung, die von Madame Caprice stammt. Wenn man nur lange genug in ihrer Nähe bleibt, handelt man sich ein Dutzend von ihnen ein. Ich ertrage den Anblick nicht, wenn jemand hungert oder ausgebeutet wird. Ich versuche, Hilfe zu leisten und verlange im Gegenzug nichts dafür. Caprice sieht das als eine Schwäche. Und ihr erinnert euch wirklich an gar nichts vor eurer Ankunft in Ferngrab? Nur bruchstückhaft. Doch wenn die Erinnerungen sich regen, setzt der Schmerz ein. Wenn ich versuche, mich auf sie zu konzentrieren und sie verstehen zu wollen, fängt die Maske an zu brennen. Sie tut mir weh, als wollte sie nicht, dass ich mich erinnere. Irgendwann werde ich diesen blinden Flecken nachgehen, aber nicht heute. Zeit zu gehen, kleine Sterbliche. Zur Villa des Sammlers, sobald ich ausgetrunken habe. Geht, wir holen euch ein. Ich will mehr über die fehlenden Erinnerungen der Anachoretin hören. Okay, na gut. So, er hat eine Villa. Wie komme ich denn da hin? Ich muss mich links halten. Auf dieser Ebene? Ja, da müsste ich da eigentlich reinkommen. Beziehungsweise nicht auf dieser Ebene, das geht hier nach oben. Da noch hoch. Links. Und in eine Richtung, wo ich gar nicht wusste, dass man hier in eine Villa kommt. Okay. Da. Wo ist er? Diese Maske. Interessant. Sie muss Teil von Gasmuts Sammlung werden. Freundin, warum sprecht ihr nicht mit dem Sammler? Ich glaube, das wäre besser. Es kommt näher. Es wagt zu sprechen. Wird es die Maske als Entschädigung für derlei Beleidigungen anbieten? Madame Caprice schickt uns. Sie sagt, eure Sammlung könnte etwas enthalten, womit sich ein dagonischer Code entschlüsseln lässt. Es erwähnt Madame Caprice. Will, was Gasmut und nur Gasmut allein gehört. Es ist anmaßend. Es soll uns aus den Augen gehen. Gasmut will es nicht mehr sehen. Lyrant, vielleicht könnt ihr bessere Überzeugungsarbeit leisten? Ich wollte euch nicht beleidigen, indem meine Sterbliche mit euch spricht, Sammler. Wir wollen uns einen dagonischen Entschlüssler leihen. Da ihr offenbar interessiert seid, erlaube ich euch, meine Maske zu untersuchen. Nein, der Arox darf die Galerie nicht verlassen. Doch Gasmut wird sich die Maske ansehen. Hier entlang, Maskenwesen.
Kommt, kleine Sterbliche. Wir müssen den Arox finden. Vielleicht ist die Galerie hinter dieser Tür. Jo, erkunden wir einfach mal die Gegend. Der Sammler hat erwähnt, dass er einen Entschlüssler hat, den man den Arox nennt. Wir müssen ihn finden. Ja, dann lasst uns doch mal unten gucken. Das ist schön, hier ist nichts zum Stehlen. Hier können wir alles einfach mitnehmen. Machen wir doch gerne. Waren wir hier nicht schon mal? Nur, dass die Sachen ohne Pflanzen hier drin standen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer wieder in die gleichen Gegenden kommen, nur dass die halt eben anders aussehen. Es scheint, als bestünde Gasmuts Sammlung nicht nur aus Relikten. Es wagt, unsere Sammlung zu betreten? Weiß Alter. Es nicht, dass wir durch viele Augen blicken? Was macht ihr denn hier? Seid ihr auch Teil der Sammlung? Och nee, noch mehr. Ich hasse diese Viecher. Ich habe sie Morrowind schon gehasst. Unsere Sammlung ist ebenso gefährlich wie schön. Alter, was hat der alles hier drin? Ist doch nicht normal. Vielleicht liegen die dagonischen Relikte. Danke, Lyran, dass du immer genau dann anfängst zu reden, wenn ich durch eine Tür durchgehe. Arox, der Verstümmler. Schrecken der Totenländer. Lasst mich aus diesem Käfig und ich gewähre euch einen Gefallen, Sterbliche. Das Relikt ist eine sprechende Dätratte? Lass das Ungeziefer frei. Ja, auf jeden Fall. Mit dem verbindet mich eine ganz besondere Geschichte. Den habe ich übrigens auch in meinen Häusern drin sitzen, nebenbei bemerkt. Arox, der Verstümmler, ist eine Dätratte, die ihr Wort hält. Zumindest zur Zeit. Befreit mich und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Sache zu unterstützen. Ihr habt doch etwas, wobei ihr Unterstützung braucht, oder? Ja, haben wir. Komm raus, meine Kleine. Komm, mein Kleiner. Endlich süße Freiheit. Hallo, bleib du mal stehen. Arox schuldet euch etwas für diesen gnädigen Genuss. Ich weiß. Ihr habt Arox freigelassen. Frei! Arox steht bei euch in einer Ehrenschuld. Und Arox wird sie begleichen, ungeachtet dessen, wie lange es dauern mag. Ihr habt mein Wort. Doch bitte sagt mir, wem schulde ich diesen ungeheuren Dank? Ich glaube aber, das hat irgendwas mit dieser Gegend hier zu tun, weil dieses Augenmonster, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen, Traumwächter, nee, die hießen irgendwie anders, der hat auch immer von sich in der dritten Person gesprochen. Also irgendwas musste hier alle bekloppt machen. Ich bin Gameplayerin, das ist Lyrant, doch ihr seid eine Dätratte? Wir dachten, ihr wärt irgendeine Art dätrisches Relikt? Zweifelt nicht an dieser mitleiderregenden Gestalt, Sterbliche! Denn in ihr schlägt das Herz des Schreckens der Totenländer, des Spalters der sieben Himmel und des Kriegsherrn der treibenden Ödnis. Ich bin Arox, der Verstümmler. Und ja, ich hause derzeit in diesem Leib einer Dätratte. Lyrant kann sich das auch schon nicht antun, die steht schon weg. Uns wurde gesagt, ihr könntet jeden dagonischen Code entschlüsseln. Dagonische Codes? Das ist so leicht, wie einer Unheilsbrut die Ohren abzureißen. Arox spricht die vielen Zungen der toten Länder fließend. Kein Code kann seine Bedeutung vor den Augen des Verstümmlers verbergen. Wo wir gerade von Augen sprechen. Wir sollten diesen Ort verlassen, bevor der Sammler in unsere Richtung sieht. Wenn wir euch mitnehmen, versprecht ihr dann, den Code zu entschlüsseln, sobald wir einen sicheren Ort erreichen? Ich habe bereits einen Eid geleistet, meine Schuld euch gegenüber zu ehren. Ich werde jede Schriftrolle im Turm von Fürst Dagons wie Comte-Schreiber entschlüsseln, falls es das ist, was ihr wünscht. Ich schwöre euch die Treue, sterbliche Herrin. Ihr gebietet über mein Leben und meine Fertigkeiten. Wohlan denn. Hüpft in mein Bündel, Arox. Mit Vergnügen, sterbliche Herrin. Und da ist er reingehüpft. Ich finde den irgendwie knufflig, ich weiß auch nicht. Euer Bündel ist perfekt, Herrin.
Und ich habe die verschlüsselte Notiz gefunden. Oh. Ich arbeite gleich an der Übersetzung. Gasmod sieht die Eindringlinge. Jetzt werden wir die Macht unserer Sammlung zur Schau stellen. Ja, aber nicht hier. Hey, ein wenig Hilfe hier. Dieser schwebende Sack Augen will mich zu einem Dauer... Danke. Verschwinden wir von hier und kehren zu Madame Caprice zurück. Sprecht doch einfach mal zu Ende. Was ist denn passiert? Wir können uns unterhalten, sobald wir aus diesem Schreckenskabinett herausgekommen und ins Haus Caprice zurückgekehrt sind. Es hat mir gar nicht gefallen, in diesem irren Museum ausgestellt zu werden. Na gut, dann gehen wir halt. Aber das nehmen wir noch mit. Müssen wir nach oben, oder? Ja, wir müssen nach oben. Lurand stand so an der einen Tür, deswegen, das hat mich ein bisschen verwirrt hier. Lurand, warum verwirrst du mich so? Schwuppdiwupp. So, dann müssen wir dem Weg jetzt wieder zurück. Ja. An den Dailies hier links vorbei. Die wir, glaube ich, noch nicht freigeschaltet haben. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind hier die Dailies. Moment, da ist die Treppe. Dann müssen wir hier rechts rum und da unten war das, genau. So, sie ist oben. Nee, sie war gerade unten. Wieso müssen wir nach oben? Arox hat die Notiz entschlüsselt. Dädrische Truppen aus der Flammenwirbelfeste in den Totenländern bereiten sich auf die Invasion von Ferngrab vor. Gut, Ratte. Sterbliche, findet heraus, was sonst noch in der Notiz steht. Diese Dädratte spricht? Ja. Das ist Arox, der Verstümmler. Einer der größten, ich weiß nicht genau, Dädras überhaupt? Dädra, glaube ich, ne? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe, sterbliche Herrin? Valkynas Nokvros wird die furchterregendsten dädrischen Truppen der gesamten Totenländer in diese Nexus-Stadt entsenden. Die Zerstörung wird glorreich sein. Wie soll man denn eigentlich ernst nehmen, wenn er da sitzt und Männchen macht? Das sieht so niedlich aus. Es tut mir leid. Steht in der verschlüsselten Nachricht noch etwas anderes? Sie ist an eine elende Hündin namens Schwester Seldina gerichtet. Einer der am schwächsten klingenden sterblichen Namen, die ich je gehört habe. Warum einer der mächtigsten Kriegsherren von Meronis Dagon, nicht so mächtig wie Arox wohlgemerkt, sich dazu herablassen würde, einer schwachnamigen Sterblichen zu helfen, verblüfft mich. Arox, der Rest der verschlüsselten Nachricht, bitte. Ja, richtig. Truppen stehen in der Flammenwirbelfeste bereit. Meldet, wenn die Verteidigung von Ferngrab fällt und die Invasion wird beginnen. Dremora-Klingen werden die Stadt erobern, nicht eure Verkörperungen. Das sind alle Worte, sterbliche Herrin, deren Name in keiner Hinsicht schwach ist. Dann sollten wir uns zur Flammenwirbelfestung aufmachen. Sputen wir uns, Herrin! Eine hervorragende Idee, Sterbliche. Nutzt den Platz der Portale, um die Totenländer zu erreichen. Wir treffen uns an der Flammenwirbelfeste. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Moment, mir wurde hier unten die Feste angezeigt. Wieso? Da steht auch Flammenwirbelfeste. Keine Ahnung, warum jetzt kein Zielort mehr drin ist. Wir sind noch nicht ganz in der Nähe, aber ich wollte jetzt schon mal die Aufnahme beginnen, weil ich nicht weiß, wie hektisch das dann wird, wenn wir da reingehen und so weiter. Und ja, dann lieber ein paar Meter vorher beginnen, weil ihr kennt das ja mittlerweile. Hier überall können, genau, die hier, ja, so Flammendings runterfallen. Was beim Vergessen war das? Große Macht wurde gerade in der Feste entfesselt. Schnell, Sterbliche. Wir müssen herausfinden, was dort drin vor sich geht. Ja, dann kommt mit. Ihr verlangtet eine Zurschaustellung der Macht einer Verkörperung noch vor. Eure Dädra werden sich neu bilden. Irgendwann. Kaska, was machst du denn hier? Moment, wieso? Ich wollte gerade sagen, wieso ist jetzt der Eingang hier markiert? Also es war auf jeden Fall die Stimme von Kaska. Abscheulichkeiten, zu viel Vertrauen. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Mit dem Kluftkataklysten wird Ferngrab fallen.
Ach ja, jetzt geht das wieder los. Darf ich da nochmal zurücklaufen? Alter! Was ist jetzt los? Hallo? Wo kommst du jetzt wieder her? Wollt ihr mich hier alle veräppeln? Geh mal weg da, Basti. So. Es ist das Wappen der Klingenträger. Das ist nicht ihre Festung. Warum sollte ein zerbrochenes Schwert von ihnen hier sein? Ja, und was machen die da hinten? Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, wir gehen mal hier durch. Und schauen uns das Ganze mal an. Oder auch nicht, wir greifen einfach direkt in allem. Okay. Dann? Ich verstehe. Okay, ich habe es nicht verstanden. Aber gut, jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden. Wir müssen ihn da reinloggen. Wie stehe ich hier gerade ganz blöd? Basti, du machst das gut. Zumindest bei einzelnen Bossen bist du immer gut. Geht in eines meiner Energiebecken. Ja, wo? Da. Dein Ernst? Wäre natürlich besser, wenn man vorher wenigstens sehen könnte, wo dieses Energiebecken ist. Alter, kann man da auch mal hinlaufen? Ey, das ist ja nervig hier. Ja, hat ja super gerollt. Aber Hauptsache, er ist drin. Euch zu unterschätzen, war ihr letzter Fehler. Ach, der liegt... Ich denke, was... Was wackelt da noch so? Erneut. Ihr seht Scheitern, ich sehe Gelegenheiten. Begeben wir uns zum Kluftkataklysten. Ich habe eine Legion von Verkörperungen zu erschaffen. Wir sollten auch gehen. Schnell, Sterbliche, ins Portal. Okay. Trefft Lyrant. Ist sie jetzt oben oder unten? Sieht mir nämlich nach... Ein glorreicher Sieg! Arox, der Verstümmler, muss sich zur Feier wild kratzen! Ja, hier machen wir allerdings erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.